Guten Abend, meine Damen und Herren. Also ich bin überrascht und gleichzeitig erfreut. Erstens, dass so viele gekommen sind, finde ich ganz toll. Und zweitens, dass auch Damen dabei sind. Habe gar nicht gewusst, dass sich so viele Damen für einen Rennsport interessieren. Wunderbar. Das ist keine Werbeveranstaltung, möchte ich extra sagen, auch wegen mir selber. Sie findet hier statt, den Anlass kennen Sie. Seit einigen Tagen finden hier Veranstaltungen der verschiedensten Art statt, die Sie an diese Umgebung gewöhnen sollen. Wenn Sie sich für Dinge, die es hier gibt, interessieren, dann bitte, dann sind bestimmt einige Herren dankbar und werden sich mit Ihnen unterhalten. Nun ja, alles lässt sich vielleicht nicht übertragen, aber setzen wir mal voraus, dass sich auch hier und heute einige für Motorsport interessieren. Für den Sport und für diese Deutsch-Schweizer Verbindung, die da in den letzten Jahren so viel Erfolg und so viel Spaß gebracht hat. Und dass auch jetzt, wo zusammen nicht mehr so gepowert, dafür mehr konzeptioniert wird, im ersten Grand Prix gleich mal 2 Punkte abfallen, das hätte sich wohl keiner zu träumen gewagt. Sie merken schon, diesen Zwiespalt zwischen vorsichtigem Optimismus und ungebremster Freude über den Erfolg zu formulieren, das fällt schwer. Aber zum Beispiel dieser lange, coole Österreicher, der kann das. Also, man sollte noch nicht so euphorisch sein, aber ich glaube, die Basis ist auf alle Fälle sensationell. Also, schauen wir sie uns doch mal an, diese Basis. Wofür wir die Zeit ein wenig zurückdrehen müssen. Zurück zu den Anfängen. Die visuellen Dokumente aus dieser Zeit sind nur noch rudimentär vorhanden. Die zeitliche und räumliche Exaktheit sind deshalb wie immer ohne Gewähr. Thank you.
dieser dramatischen Entwicklung wurden Farbe und Ton erfunden. Die Musikrevue kam in Mode. Ein neues, ein anderes Mittel, um diese erfolgreiche Zeit zu dokumentieren. Mit dir in der Südsee stehen, in den Abendhimmel sehen, wo guter Mond am Firmament, spür wie meine Sehnsucht brennt. Oh, kommt Zigarrenspiel für uns allein. Die Melodie brauch ich zum Glücklichsein. Ich seh den Sternenhimmel, 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 oh. Ich seh den Sternenhimmel, 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 oh. Yeah, I think we shouldn't hope more than this. We are both very happy. All three very happy. And I think also for Mercedes was very important to come back officially to motor racing and win the first race. Und kaum fühl ich erste Triebe und auch schon die große Liebe. Doch in meinem kleinen Herz spür ich diesen tiefen Schmerz. Oh, die Sterne, lasst mich nicht allein. Oh, Sterne, kann denn Liebe Sünde sein? Ich seh den Sternenhimmel. Sternenhimmel, Sternenhimmel, oh. Ich seh den Sternenhimmel, 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 oh. Erfolge der Superlative fallen in diese Zeit. Das kann man ohne Übertreibung behaupten. Aber wie das eben so ist im Motorsport, in jedem Team gibt es immer einen, der noch was zu nörgeln hat. Die sind auch komplett an Spritlimit gefahren bei. Die sind also so viel Risiken eingegangen, da schlechter, wie wenn er auf dem zweiten Platz in Jaguar gewesen wäre. Und das ist natürlich für mich nicht so undiskutabel. Naja, aber das hat man halt davon, wenn man die Kinder in dem Alter schon ans Steuer lässt. Man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals. Und irgendwo am Wiesenrhein vergessen die Zeit. Und wenn das Herz dann ebenso entscheiden könnt wie damals, ich glaube, dann entschied es sich nochmal, nochmal für dich. Ich glaube, dann entschied es sich nochmal, nochmal für dich. Tja, andere Entscheidungen fallen da schwerer. Vor allem eben, weil so viel Herz mit im Spiel ist. Und wenn man dann entscheiden muss, eine Herzensangelegenheit zu beenden, dann kann man eigentlich kaum erwarten, dass sie so rund, ja, so schön zu Ende geht. Als wie das erste, auch das letzte gemeinsame Rennen gewonnen wurde, da war zumindest der Jubel noch einmal weltmeisterlich. Von morgens 8 Uhr bis Mittag 12 Uhr frohlocken. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Zement, Halleluja! Bleibt zum Schluss zu hoffen, dass wir solche Bilder in der Sauberbox bald wiedersehen. Und die Sponsorwerbung für Sauber Industries, die sollte eigentlich auch kein Problem mehr sein. Die anderen machen ja vor,
wie das geht. Hier bekommen viele Menschen einen kleinen Eindruck, wie sehr wir uns für Forschung und Entwicklung einsetzen. Vierter Stock, Forschungsabteilung Flugkraftstoffe. Sechster Stock, Testabteilung Schiffsöle. Siebter Stock, Testabteilung Pkw-Kraftstoffe. Alles, was wir aus unserer Forschung lernen, setzen wir dort ein, wo es Ihnen nutzt. Hitzhafe bitte sauber. Zehnter Stock. Zehnter Stock, Weltraumforschung.